Hi und herzlich willkommen wieder hier auf dem Stream von dem Jörg. Heute mal mit Familienduell. Los geht's hier mit Anzahl der Familien. Eine. Name der Familie. Wie nennen wir da mal meine Familie? Ja, ich heiße ja Klopsch mit Nachnamen. Also Klopsch. Vornamen eingeben. Ja. Und da machen wir jetzt ein paar Freunde von mir rein. Zuerst mich. Der Esel nennt immer zuerst. Dann machen wir den Rüdiger. Dann machen wir den Sven. Dann den Andreas. Und zu guter Letzt den Bernd. So. Der Computer. So heißt die Familie 2. Computer. Nennt sich Karl-Heinz, Silke, Stefan, Eugen und Thomas. Und es geht los. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Familienduell. Wir haben heute zu meiner linken Familie Computer. Rechts von mir befindet sich Familie Klopsch. Wir halten uns nicht lange mit Förmlichkeiten auf und starten sofort zum Duell. Ja, der Werner Schulze Erdl, oder wie er heißt, Edel Erdl, der moderiert ja nicht mehr. Der hat früher dieses Familienduell immer moderiert und los geht's. Ihr müsst nun die 5 häufigsten Antworten herausfinden. Wir haben wie immer 100 Leute gefragt. Nennen Sie ein Wort, das sehr oft beim Wetterbericht verwendet wird. Entweder Regen oder Sonne. Was? Oh, muss man hier auch irgendwie drücken? Ich nehme mal Regen. Nein, leider nur Dritter. Dann ist bestimmt Sonne Platz 1. Darf ich ja nicht vorsagen, sonst weiß der Computer das. So, Karl-Heinz, jetzt sind Sie dran. Wetterbericht. Wolken nicht dabei, ist ja unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass Wolken nicht dabei ist. So, Silke, jetzt sind Sie dran. Niederschlag. Niederschlag ist doch fast schon Regen. Das wäre es ja gewesen. Also wenn die jetzt keine Sonne sagen, dann Hochdruck. Oh nein, das ist auch noch auf Platz 1. Naja, solange die meine Antwort nicht sagen, ist ja alles in Ordnung. Oder Sonnig. Sonne oder Sonnig. Temperatur, 5. Platz. Weiß nicht. Jawohl, der weiß es nicht. Das ist klasse. Ja. Jetzt bin ich hier dran und kann die ganzen Punkte stehlen. Mit nur einer richtigen Antwort. Jetzt komme ich dran und sag: Guckt euch mal an, wie die aussehen. Ich sage jetzt hier Sonne. Und? Ja! Punkte gestohlen! Da sagt er es. Ja, das ist es. Ihr habt alle Punkte gewonnen. Familie Klopsch ist Sieger dieser Runde. Yippee-yay! Wir kommen nun zur zweiten Runde. Es geht um die einfache Punktzahl. Für Familie Computer spielt Silke. Für Familie Klopsch Rüdiger. Also Rüdiger, streng dich an. Und wieder müssen wir die 5 häufigsten Antworten herausfinden. Wir haben wie immer 100 Leute gefragt und los geht's. Tja, ich habe jetzt Return gedrückt, ich habe Leertaste gedrückt. Vielleicht muss ich schnarchen, ich weiß nichts. Jetzt läuft die Zeit ab.
Tja, läuft die Zeit nicht ab oder? Mir fällt nichts ein. Schnarchen, schnarchen. Ach, ich kann jetzt einfach mal aus Spaß lesen. Ihr habt ja alle beide falsch geantwortet. Was kann man denn gegen Schnarchen machen? Nase zu halten. Oh, der ist natürlich stark. Aufwecken. Dann mache ich jetzt hier Nase zuhalten. Dritter Platz. Wie eben gerade schon mal. Zweiter und dritter Platz. Jetzt rocken die wieder. Familie Computer. Mal gucken, was die wissen. Ich weiß aber gar nichts mehr. Mal überlegen. Habe ich einen Telefonjoker? Ich kann ja jemanden anrufen. Wieso geht's nicht weiter? Familie Computer hat die höherwertige Antwort gegeben. Damit geht es bei Ihnen weiter. Ja, und wieso schreiben die nichts? Wieso machen die nichts? Muss man ja eine Maustaste drücken. Och Mann! Es soll doch weitergehen. Die Zahlen da unten, die rattern noch. Naja, das war's dann wohl. Ich hätte ja so gern noch den Sven und den Bernd dran genommen und den Andreas. Aber wenn es nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter. Schade, sage ich auch immer, wenn ein Ball ins Aus geht beim Flipper, sage ich immer schade. Ich kann hier drücken, was ich will. Spiel hat sich wohl aufgehängt. Ja, dann tut's mir leid, dass es nicht weitergeht. Aber da steckt man nicht drin. Gut, dann sage ich nochmal Tschüssi und bis die Tage. Mal gucken, vielleicht bringe ich noch irgendein anderes Spiel, Glücksrad zum Beispiel. Jetzt habt ihr also auf jeden Fall gesehen, wie das Spiel hier aussieht. Familienduell. Die Forenleute werden es gekannt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Da steht was von 105 MB. Naja, das wären dann so ungefähr grob geschätzt 5-6 Minuten gewesen sein, also nicht die Welt. Ja, Telefonjoker hin oder her kann ich leider nicht wahrnehmen, weil ich nicht mehr drankomme, weil das Spiel tot ist. Kann alle möglichen Tasten drücken, bringt nichts. Ja, dann würde ich sagen, bis die Tage und ich hau raus. Tschüssi!